Sanfte Höhen verleihen der Landschaft ihren Reiz. Aber nicht sie allein machen Ehrenfriedersdorf und seine Umgebung zu einem beliebten Reiseziel. Es ist die Vielfalt der touristischen Angebote, es sind die Sehenswürdigkeiten, es sind die Traditionen. Und es ist auch die Geschichte der alten Bergregion, die überall erlebbar ist. Schon im 12. Jahrhundert entstand hier inmitten ausgedehnter und schier undurchdringlicher Wälder eine bäuerliche Waldhufensiedlung. Das Portal vor dem Rathaus erinnert an Friedrich den Streitbaren, der den Ort wahrscheinlich anno 1407 zur Stadt erhoben hat. Viele der älteren Stadtbauten, die nicht durch verheerende Brände zerstört wurden, künden heute noch vom einstigen Reichtum Ehrenfriedersdorfs, eine der ältesten Städte des Gebirges. Damals bestimmten bereits die Schätze der Berge das Leben der Menschen, und das sollte so bleiben über viele Jahrhunderte bis in die zeitnahe Gegenwart. Auch sie prägte das Gesicht der Stadt und verleiht ihm immer wieder neue Züge. Es ist und bleibt ein schönes Fleckchen Erde, dieses Erzgebirge. Schon deshalb geht den Menschen, die hier leben, nichts über ihre Heimat. Und alles kommt vom Bergmann her. Schwein gehabt, könnte man sagen, in Ehrenfriedersdorf. Die Legende weiß nämlich zu berichten, dass Wildschweine durch ihr Wühlen eine Silberader freilegten. Darum heißt man den Ort, an dem solches geschah, seit alters her den Sauberg. Wir werden noch hinaufsteigen auf die Höhe, wo der Förderturm weit ins Land grüßt, und einfahren in die beklemmende Tiefe. Vorerst jedoch wollen wir eine andere Sehenswürdigkeit erkunden. Allein ihretwegen wäre ein Besuch dieser Region schon lohnenswert. Die Greifensteine. Auf einem etwa 700 Meter hohen Plateau stehen heute noch sieben dieser etwa 30 Meter hohen, imposanten Granitfelsen. Die Monumente sind uralte vulkanische Zeugen der Erdgeschichte, entstanden im Tertiär. Das Magma erstarrte unter der Erdoberfläche. Wind, Frost und Nässe formten in Jahrmillionen die Strukturen. Das Berghotel Greifensteine liegt unmittelbar an diesen Felsgebilden und bietet dem Touristen die Möglichkeit zu einer erholsamen Pause. Bei gutem Wetter im Sommerhalbjahr wird die große Freiterrasse bevorzugt. Ansonsten kann man in den drei Gasträumen auch regionale Gerichte probieren. Und wer länger bleiben möchte, der findet hier eine romantische Herberge. Sie sind sagenumwoben, diese seltsamen Gebilde der Natur. Ein arger Raubritter soll am heutigen Aussichtsfelsen gehaust haben. Und tatsächlich haben Ausgrabungen und Funde von altem Mauerwerk mit Pfeilen und Eisenteilen bestätigt, dass dort im 14. Jahrhundert wirklich eine Burg gewesen sein muss. Der Aussichtsfelsen ist mit 732 Metern über Normal Null die höchste Erhebung der Greifensteine. Natürlich sind die Felsgebilde nicht nur ein beliebtes Wanderziel, sie sind auch eines der ältesten Klettergebiete des Gebirges. Und schon die Jüngsten können der Versuchung nicht widerstehen. Eine ganz andere Herausforderung ist da allerdings der Erlebniskletterwald. Da braucht es schon eine gehörige Portion Mut. Eingewiesen und aufmerksam beobachtet durch geschulte Trainer, können 9 Parcours bewältigt werden mit insgesamt 72 Elementen. Er scheint eher ein bodenständiger Typ zu sein. Verständlich, denn für Erwachsene geht es hinauf in eine Höhe von 13 Metern.
Hinunter kommt man mit einer der bis zu 90 Meter langen Seilabfahrten. Ohne Seil geht hier gar nichts, denn der hohe Quarzgehalt macht das Gestein sehr glatt. Seit 1913 wird an den Felswänden Klettersport betrieben und es gibt mehr als 100 Routen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Die Greifensteine sind das bedeutendste Klettergebiet dieses Mittelgebirges. Dass es dort des Nachts nicht ganz geheuer ist, munkelten schon die Alten. In der heutigen Zeit jedoch scheuen die Geister sogar das Tageslicht nicht mehr. Man begegnet ihnen mit Sicherheit am Waldgeisterweg. Was wollt ihr hier in meinem Reich? Sagt sogleich! Doch es sind beim näheren Hinschauen harmlose Gesellen, welche Kinder und Erwachsene gleichermaßen erfreuen. Jedes Jahr werden es mehr. Dafür sorgen Schnitzer aus Thum, aus Geier, aus Ehrenfriedersdorf. Und der Waldgeisterlauf ist immer wieder ein abenteuerliches Erlebnis. Zum Gedenken an diese Zeit taufen wir den Pfarrer Feuerhorn heute. So, du darfst jetzt taufen. Dem Greifenbach folgend gelangt man an den Greifenbach Stauweiher. Dieser ist eine der ältesten Talsperren Deutschlands, angelegt Ende des 14. Jahrhunderts ausschließlich für den Bergbau. Heute dient er auch der Naherholung und bereichert das Erholungsangebot der Ferienregion ungemein. Dazu gehört ein großzügiger, ganzjährig geöffneter Campingpark mit Karawan- und Wohnmobilstellplätzen. Ebenso die Jugend- und die Familienzeltwiese sowie eine Siedlung mit gut ausgestatteten Ferienbungalows, familienfreundlich für jeweils 4 bis 6 Personen. Das Wasser ist kristallklar. Auf dem 23 Hektar großen See, der eine maximale Tiefe von 7 Metern hat, herrscht auch reger Bootsverkehr. Man kann sich bei einem Bootsverleih das gewünschte Wasserfahrzeug ausleihen, um sich dann zünftig und auch sportlich auf dem See zu vergnügen. Am Greifenbach-Stauweiher sollte niemand versäumen, Tonis Haus der Steine einen Besuch abzustatten. Hier darf man die Kinder auch gerne einmal alleine lassen, denn sie finden lehrreiche Beschäftigung. Und wen würde es nicht Spaß machen, sich als Goldsucher zu betätigen und ein glitzerndes Mineral mit nach Hause zu nehmen? Steinreich ist das Erzgebirge. Seine wertvollen Erzadern hat der Mensch zwar längst ausgebeutet, aber es finden sich immer noch die schönsten Mineralien. Nur wo? Wie man sie entdeckt, das erfährt der interessierte Besucher bei geführten Wanderungen. Er kann seine Funde hier bearbeiten und er kann auch in dem kleinen Laden so manches Schmuckstück kaufen. Das Erzgebirge als Badeparadies, das hätte mancher wohl nicht vermutet. Und dabei ist der Greifenbach-Stauweiher nur ein Angebot in dieser Region, allerdings ein ganz besonderes. Eine Wanderung entlang des Rührgrabens macht uns mit einem Relikt uralter bergmännischer Wasserkunst vertraut. Er ermöglichte erst den Erzbergbau am Sauberg. Ausgehend vom Stauweiher ist er ein 5 Kilometer langer Kunstgraben aus dem 14. Jahrhundert. Am Rührgraben entlang führt heute ein idyllischer Wanderweg. Früher war er der Pfad für den Grabensteiger, den dieser auch um Mitternacht begehen musste, um die Wehre zu öffnen. Ein Gang, der wohl nicht ganz ungefährlich war,
denn die Alten kannten haarsträubende Geschichten von schaurigen Berggeistern. Wir begegneten hier jedoch fröhlichen Musikanten. Die Erzgebirgsgruppe Ehrenfriedersdorf gibt es seit mehr als 40 Jahren. Tja, sie haben schon eine eigenartige Mundart, die Leit im Erzgebirg. Da muss der Fremde doch ein wenig Obacht geben, wenn er verstehen möchte, worüber gerade gesungen oder gesprochen wird. Beim Rührgrabenlauf allerdings wird kaum geredet und die Menschen kommen auch nicht nur aus dem Gebirge. Er ist ein überregionales Ereignis mit alljährlich mehreren hundert Teilnehmern. Absolviert je nach Leistungsvermögen und Alter in Strecken von 5 bis 20 Kilometern. Übrigens, sind Sie schon mal Ski gefahren? Im Sommer? Ohne Bretter? Natürlich geht das. Und sogar sehr rasant, wie man sieht. Nach solch einer sportlichen Herausforderung wäre gewiss ein kühles Bier sehr willkommen. Das ist in Ehrenfriedersdorf absolut kein Problem. Schließlich gibt es in der Stadt die traditionsreiche Brauerei Specht, in der man bei einer der vielen Führungen den Brauern manches Geheimnis der ehrwürdigen Braukunst entlocken und natürlich auch deren Gerstensaft verkosten kann. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, ob denn das Wort Schluckspecht wohl seinen Ursprung in Ehrenfriedersdorf haben könnte. Immerhin hat hier die Brauerei Specht lange Traditionen und einen guten Namen. Aber nein, der Schluckspecht ist viel älter. Dennoch wurde die Brauerei schon 1844 gegründet. Damals als genossenschaftliches Eigentum, an dem auch viele Handwerker der Stadt beteiligt waren. Die Spechts kamen erst viel später ins Sudhaus, modernisierten von Grund auf und zeigen gern bei Führungen, wie man aus Hopfen, Malz und natürlich reinstem Bergquellwasser ein zünftiges und vor allem süffiges Bier braucht. Gegenwärtig verlassen um die 9000 Hektoliter in 6 verschiedenen Sorten die Abfüllanlagen. Eine besondere Spezialität ist der Schwarze Specht, ein dunkles Schwarzbier mit 6,1% Stammwürze. Ausgeschenkt wird es natürlich auch in der Saubergklause, droben auf dem Berg gelegen,
Sie erinnern sich, das war dort, wo futtersuchende Wildschweine eine Silberader freiwühlten und damit die Bergbaugeschichte Ehrenfriedersdorfs begründeten. Wildschweinbraten gibt es in der Sauberklause. Überhaupt findet der Besucher hier ein ausgesprochen vielseitiges Veranstaltungsangebot, vom Bergmannsabend bis zum Brautkleiderball. Für eigene Events kann man auch die ganze Klause mieten. Die Räder des Förderturms drehen sich nicht mehr. Der Erzreichtum ist versiegt. Ein Denkmal erinnert an die lange Schicht des Oswald Bartel. Der junge Bergmann wurde 1508 beim Auffahren eines alten Ganges verschüttet. Einen Tag vor seiner Hochzeit. 60 Jahre später fand man seinen Leichnam. Der Berg hatte ihn vollständig erhalten. Weit über 1000 Menschen gaben ihm das letzte Geleit. In den Ausstellungsräumen über Tage, die eine Einrichtung des Industriemuseums Chemnitz sind, bekommt der Besucher spannende Einblicke in die Bergbaugeschichte. Besonders interessant die Mineraliensammlung mit einer unglaublichen Vielfalt an Exponaten aus der Lagerstätte. Ehrenfriedersdorf war lange Zeit Europas größter Zinnlieferant. Daraus wurden auch Münzen sowie Pokale und Gebrauchsgegenstände für reiche Bürger und für Adelshäuser gefertigt. 1990 erfolgte aus Rentabilitätsgründen die Einstellung des Betriebes, obwohl es in der Tiefe noch abbauwürdige Zinnvorkommen gibt. Heute können hier Besucher einfahren. Einhundert Meter geht es in die Tiefe. Hier unten in der für viele beklemmenden Umgebung erwartet uns ein Bergwerk im Originalzustand. Das waren die Werkzeuge, die sie hatten. Ja? »2008 wurde dieses rekonstruierte Wasserrad, eingebaut in eine originale Radkammer, wieder in Betrieb genommen. Es hat einen Durchmesser von knapp 4 Metern und diente um das Jahr 1563 zur Hebung von Grubenwasser. Die Luft im Berg ist rein und feucht. Sie ist nicht belastet mit Staub und Allergenen. Ideal also für Menschen, die vom Heuschnupfen geplagt werden oder unter Asthma bronchiale leiden. Seit 1997 können Sie hier Linderung Ihrer Beschwerden erfahren, denn seit dieser Zeit gibt es diesen speleotherapeutischen Heilstollen. Alleine diese Landschaft hat schon einen hohen Erholungswert. Mehr noch aber das heilkräftige Wasser, das hier aus mineralreichen Tiefen sprudelt. Wir sind in Thermalbad Wiesenbad, nur wenige Kilometer entfernt von Ehrenfriedersdorf. Die Legende sagt, dass ein Schäfer Ende des 15. Jahrhunderts eine lauwarme Quelle entdeckt haben soll. Diese, 1505, vom Bischof zu Meißen geweiht, diente fortan als Wallfahrtsort und den Kranken zur Linderung ihrer Leiden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand man im Verlauf gezielter Erkundungen weitere Quellen. Die seitdem bekannte und erschlossene Georgsquelle deckt bis heute den Bedarf an Thermalwasser. Es ist das natürliche Heilmittel von Thermalbad Wiesenbad. Der entspannende und schmerzlindernde Effekt ist besonders wirksam in verschiedenen Bereichen der Orthopädie und der Neurologie.
Das therapeutische Leistungsspektrum umfasst neben Bewegungs- und Thermalwannenbädern auch Massagen, Packungen und weitere spezielle Therapieformen. Die Kureinrichtung ist in den letzten Jahren besonders im Außenbereich mit vielen Ideen und zusätzlichen Angeboten erweitert und bereichert worden. In unmittelbarer Nähe der Klinik wachsen 230 verschiedene Arten und Sorten der häufigsten Heilkräuter, geordnet nach den Indikationen, bei denen sie Anwendung finden können. Verarbeitet werden die pflanzlichen Heilkräfte im Kräuterkochstudio. Thermalheilkräuterzentrum heißt hier die Symbiose. Mit dem natürlichen Heilmittel Thermalwasser in Verbindung mit der heilenden Wirkung regionaltypischer Kräuter und der attestierten Reinheit der erzgebirgischen Luft kommt hier Gesundheit gleich mehrfach aus der Natur, gepaart mit Individualität und ganzheitlicher Therapie. Für daheim bietet der Kräuterladen ein fantasievolles und vielseitiges Angebot von Kräuterzubereitungen in allen Variationen. Wer jedoch die Mühen der eigenen Küchenarbeit scheut, der kann auch im Wiesenbader Kurparkrestaurant am Kräutergarten ein schmackhaftes Gericht frisch aus eigenem Anbau genießen. Danach empfiehlt sich ein Spaziergang durch den Kurpark. Er ist gleichzeitig Ausgangspunkt eines ausgedehnten Rad-, Wander- und Nordic-Walking-Parcours. Doch auch in den gepflegten Anlagen gibt es genügend Möglichkeiten der körperlichen Ertüchtigung. Die Sinne werden nicht nur angesprochen durch die Vielzahl der Blumen und Pflanzen, sondern auch durch die akustischen Eindrücke und Stimulationen auf der Klanginsel. Diese Rose und diese Nachtigall sollte die Prinzessin haben. Wohlfühlen und gesund werden, das ist das Credo von Thermalbad Wiesenbad. Schauen Sie dort einmal vorbei. Diesen Rat wird man Ihnen gewiss auch bei der Touristinformation an den Greifensteinen geben, wenn Sie sich nach den interessantesten Wanderrouten erkundigen, Karten kaufen wollen, Souvenirs erwerben oder vielleicht gar diesen Film über eine abwechslungsreiche Ferienregion. Hier zeigt man Ihnen den richtigen Weg. Den zur Stülpner Höhle vielleicht? Sie ist ein Relikt des Bergbaus in den Greifensteinen und soll später dem legendären Stülpner Karl als Unterschlupf gedient haben. Einer, der ob seines Lebenswandels von der Obrigkeit verfolgt wurde. Seine Taten hat die Nachwelt glorifiziert. Er starb 1871 fast 80-jährig in Scharfenstein. Auf dem Groß-Olbersdorfer Friedhof wird noch heute sein Grab gepflegt. In der nahegelegenen Burg Scharfenstein hoch über der Zschopau ist er wieder quicklebendig und erzählt denen, die es wissen wollen, so manche mehr aus seinem abenteuerlichen Leben. Entweder das Tor hat mich einen Spruch. Sag ich als Stülpner immer, wenn sich Geld zu Geld findet, hat der Teufel auf den besten Haufen geschissen. Und bei dem Tor kannst du mal glauben, war der Teufel schon. Erbaut wurde die Feste um 1250. Ihre Geschichte ist spannend und wechselhaft. 1921 zerstörte ein Feuer große Teile der Burganlage, doch sie wurde alsbald nach historischem Vorbild wieder aufgebaut. Im musealen Teil erfährt der Besucher mehr über Karl Stülpner, sieht über 5000 Exponate erzgebirgischer Volkskunst und erlebt 800 Jahre Burggeschichte. Wieder an den Greifensteinen erwartet uns ein ganz anderes Erlebnis. Das Naturtheater dort gilt als die schönste Felsenbühne Europas. Sie wird seit Jahrzehnten bespielt vom Eduard von Winterstein Theater Annaberg-Buchholz. 1200 Zuschauer finden hier Platz. Auf dem Programm steht heute das Wirtshaus im Spessart. Thank you.
geradezu geschaffen für die düstere Atmosphäre und die unheimlichen Begebenheiten in einem alten Schloss, scheint die Felskulisse für eine Spätvorstellung von Richard O'Briens Rocky Horror Show. Nur wenige Kilometer sind es bis zur Nachbargemeinde Drehbach. Diese hat es sogar bis ins Weltall geschafft. Der Kleinplanet 6488 trägt offiziell den Ortsnamen. Weit irdischer, aber selten in dieser Dimension, sind die Krokuswiesen. Vor 300 Jahren hat der damalige Pfarrherr Rebentrost, ein anerkannter Pflanzenkundler, die ersten von ihnen in den Boden gebracht. Doch es sind nicht nur die Terranen-Frühlingsboten, die Drehbach so bekannt gemacht haben. Hier gibt es auch Außerirdisches zu sehen, mit dem Blick in die Unendlichkeit des Weltalls. Die Volkssternwarte Drehbach, 1969 als Schulsternwarte eröffnet, ist heute eine moderne astronomische Einrichtung mit Sternwarte und Zeiss-Planetarium. Unterschiedliche, auf das Alter und die Interessen der Besucher zugeschnittene Programme machen den Kosmos erlebbar. Ebenso ist die Sternwarte einen Besuch wert. Mit dem 50 cm Spiegelteleskop und weiteren optischen Geräten lässt sich hier der Nachthimmel erkunden. Damit aber nicht genug. Diese Besucher machen sich jetzt auf den Weg durch unser Sonnensystem. Das können sie auf dem Planetenwanderweg zwischen Ehrenfriedersdorf und Drehbach. Er ist 5,9 Kilometer lang. Im kaum vorstellbaren Maßstab von 1 zu 1 Milliarde ist die Sonne in der Bergstadt eine Kugel von 1,40 Meter Durchmesser. Pluto am Planetarium misst nur 3 Millimeter. Auch die Entfernungen zwischen den Himmelskörpern entsprechen diesen Dimensionen. Der Wanderweg vermittelt nicht nur astronomische Einsichten, sondern auch wunderschöne Aussichten auf die Gebirgslandschaft. Nach solch einer Tour sind die Beine müde. Also machen wir eine kurze Rast und schauen auf das idyllische Drehbach. Aus der Höhe betrachtet sind sie sich alle sehr ähnlich, die Orte dieser Erzgebirgsregion. Doch das täuscht beim näheren Betrachten. Dies ist die Kirche St. Niklas zu Ehrenfriedersdorf. Sie gehört zu den ältesten des gesamten Gebirges. Wahrscheinlich wurde sie bereits 1288 geweiht. In den Jahrhunderten erfuhr sie vielfältige bauliche Veränderungen. Der ergiebige Bergbau machte ja Ehrenfriedersdorf zu einer reichen Stadt. Das wird sichtbar an dem prächtigen sechsflügeligen Altar, der um 1507 entstanden ist. Man schreibt das Werk dem spätgotischen Meister Hans Witten zu, der auch der Schöpfer der berühmten Freiberger Tulpenkanzel gewesen sein soll. Ihm zur Seite standen andere Künstler und Handwerker, davon wohl etliche aus Ehrenfriedersdorf. Der Altar zählt zu den künstlerisch bedeutendsten des Erzgebirges. Eindrucksvoll ist ebenfalls das Kirchenschiff mit dem dreijochigen Kreuzrippengewölbe und den hölzernen Emporen zu beiden Seiten. Die Orgel wurde 2002 wieder in Dienst genommen, nach einer umfassenden Rekonstruktion des ursprünglichen Instruments aus dem 19. Jahrhundert.
Musizieren und Singen sind dem Erzgebirger gewissermaßen in die Wiege gelegt worden. Am Gärtnerweg in Ehrenfriedersdorf erklingen Geigen, Bratschen und Celli. Geigenbaumeister Jörg Meyer versteht es, aus erlesenen Hölzern klangvolle Instrumente zu schaffen. Musiker großer Orchester begeistern damit ihr Publikum. Sein Können ist weit über das Sachsenland hinaus gefragt. Er hat mehrmals an internationalen Forschungsprojekten und Geigenbauwettbewerben teilgenommen. 2001 gewann er den Deutschen Musikinstrumentenpreis für Violine. Und doch ist es immer wieder ein spannender Augenblick für den Meister, wenn er sein Werk das erste Mal zum Klingen bringt. Es gibt viele Touristen, die das unerwartet vielseitige Freizeitangebot in und um Ehrenfriedersdorf gerne etwas ausgiebiger nutzen möchten. Da empfiehlt sich das Akzenthotel Nussknacker. Das Haus mit seinen komfortablen und fantasievoll ausgestatteten Zimmern, Suiten und Appartements versteht sich nicht nur als freundliche Übernachtungsstätte. Hier wird der Reisende rundum betreut und verwöhnt. Sogar eine Hochzeitsnacht auf Probe wird angeboten. Dem Alltag entfliehen kann der Gast auf der Wellness-Etage mit Sauna, Fitnessraum sowie einer Vielfalt von Massageangeboten. Und was die Küche zu bieten hat, das reicht von rustikal über regionale Köstlichkeiten bis hin zum Erlesenen aus aller Welt. Das ist auch gut, ne? Selbstverständlich auch auf dem Zimmer serviert für die romantischen Momente des Lebens. Hochzeiten sind ohnehin jene Ereignisse, die man nie vergessen wird. Im Akzenthotel Nussknacker ist dieser Tag jedoch ein ganz besonderes Erlebnis. Dort arrangiert man Traumhochzeiten und lässt auch die ausgefallensten Wünsche wahr werden. Im romantischen Hochzeitspavillon wird der Bund fürs Leben geschlossen. Der Brunch ist nun wieder ein ganz anderes gastronomisches Angebot. Man kann derartige Events buchen, vom Feuerwerk bis zu Cabrio-Fahrten durchs Gebirge. Auch an die Kids wird hier gedacht, mit Zwergenspielplatz und Zwergenreich mit eigenem Kinoprogramm. Der Nussknacker muss sich nicht verstecken hinter dem Service und den Angeboten der Hotels in den großen Städten. Auch weil er ein Stück der typischen und natürlichen Gastfreundlichkeit des Erzgebirges ist. Unterhalb des Hotels liegt das Freibad Ehrenfriedersdorf. Es ist eine moderne Anlage mit Liegewiesen, Volleyballplatz sowie Spielmöglichkeiten und Nichtschwimmerbereich für die Kleinen. Ein 3- und 5-Meter-Sprungturm gehört ebenfalls dazu. Die Wasserqualität ist dank einer modernen Aufbereitungsanlage vorzüglich. Was sicher nicht allerorts üblich ist, hier im Gebirge, ist sogar ein abgegrenzter FKK-Bereich. Es war jedoch gerade niemand dort. Deshalb gibt es davon auch keine Filmaufnahme. Was kann es Schöneres geben nach einer Bergwanderung als ein erfrischendes Bad? Das ist sogar im eisigen Winter möglich, wenn man nach Geier kommt. Dort lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch im Freizeitbad Greifensteine. Gleich viel, ob jemand schwimmen möchte oder nur relaxen. Außer dem großzügigen Badebereich mit Wellenbecken, Wildwasserkanal und 85 Meter Röhrenrutsche gibt es noch eine attraktive Saunalandschaft mit unterschiedlichen Anwendungsformen. Darüber hinaus das Vita Mare, ein Kosmetik- und Wellnesscenter. Im Sommer ist das Baden im Greifensteinbad auch im Außenbereich möglich.
bummeln wir ein wenig durch Gaia. Zur Namensherkunft der kleinen Stadt gibt es eine Legende. Es sollen dazu mal Geier auf dem Berg genistet haben. Diese bezeugten großes Interesse an den Hühnern eines Rittergutes. Drum zog der Besitzer aus, die Räuber zu jagen. Sein Pferd band er am Felsen an einen Baum. Als er zurückkehrte, bemerkte er, dass das Tier mit den Hufen eine Silberader freigescharrt hatte. Damit wurde die Ansiedlung zu einer wohlhabenden Stadt. Der Wachturm ist deren Wahrzeichen. Gaia hatte wie die meisten Bergstädte keine Stadtmauer. 1467 bereits erhielt es das Stadtrecht. Zeuge des vergangenen Bergbaus ist das Huthaus an der Binge. Hier bewahrten die Bergleute ihr Werkzeug auf nach der Schicht. Dies war einmal ein Bergwerk. Es ist 1803 eingestürzt. Der Einbruchstrichter ist immerhin 60 Meter tief. In der Mitte ragt eine Felseninsel, an deren Wänden man noch Wölbungen und Höhlungen von Stollen erkennen kann. Die Binge ist das bergmännische Wahrzeichen für Gaia geworden, ein geologisches Naturdenkmal. Zinn wurde hier abgebaut. Mit dem Einsturz war die große Bergbauzeit der kleinen Stadt vorbei. Es gab keine ergiebigen Lagerstätten mehr in der Gemarkung. Auf der Landstraße zurück nach Ehrenfriedersdorf und dann über Thum gelangt man nach Gelenau. Vom Aussichtsturm ist zu sehen, was den Ort so besonders macht. Mit fast 6 Kilometern ist es zumindest eines der längsten Dörfer Deutschlands. Wem das für einen Besuch noch nicht reicht, der sollte wissen, dass es hier gleich 3 Museen gibt. Und zumindest 2 von ihnen sind schon ziemlich einzigartig. Wir befinden uns im ersten deutschen Strumpfmuseum. In Gelenau gab es keinen Bergbau. Hier lebten Bauern und Handwerker. Und seit mehr als 250 Jahren wurden dort auch Strümpfe gewirkt und gestrickt, mühsam per Hand und später maschinell. 1892 wurde dann die Gelenauer Strumpfwirkerinnung gegründet. Anfang des 20. Jahrhunderts produzierten 39 Betriebe, zumeist kleine Unternehmen, aber auch etliche Fabriken in der Größenordnung, wie wir sie hier im Museum vorfinden. Die Strumpfindustrie ist nun bereits Geschichte. Ganz andere Geschichten erfährt man im DDR-Museum. Überwältigend jedoch ist das, was dem Besucher im Depot Pohl Ströer gezeigt wird. Die meisten Exponate stammen aus den umfangreichen Sammlungen der Schweizerin Dr. Erika Pohl Ströer. Verwaltet und gezeigt werden Exponate der erzgebirgischen Volkskunst und Spielzeug. Die Präsentation wird ergänzt durch weitere Objekte aus Privathand, darunter auch historische Kinderfahrzeuge. Insgesamt verfügt das Haus über 3500 Exponate, die in wechselnden thematischen Ausstellungen, vor allem zur Weihnachts- und Osterschau, auf 1800 Quadratmetern gezeigt werden. Von der handwerklichen Kunst und dem technischen Sachverstand ihres Schöpfers zeugt auch diese Sandmühle. Hier setzt feiner Sand das Rad in Bewegung, um ein Schrankbergwerk zu beleben. Es ist müßig, die Vielseitigkeit dieser einzigartigen Sammlungen auch nur annähernd zu beschreiben. Das muss man einfach gesehen haben. Und da gibt es noch etwas Einzigartiges. Vor dem Depot erstrahlt zur Weihnachtszeit der größte Schwibbogen der Welt. Es ist Winter geworden im Erzgebirge. Das weiße Kleid gibt der Landschaft ein völlig anderes Gesicht und ermöglicht eine neue Erlebniswelt. Nun werden ganz besonders und intensiv die alten Traditionen gepflegt. Auch in den Herbergen und Hotels kann sich der Reisende daran erfreuen. Die Weihnachtszeit in dieser schneesicheren Bergwelt ist einfach unvergleichlich. In der Ehrenfriedersdorfer Bäckerei Bräunig duftet es unwiderstehlich nach Christstollen. Nichts geht dem Erzgebirger über dieses Weihnachtsgebäck. Es ist noch nicht so lange her, da waren die Rezepte streng gehütetes Familiengeheimnis und wurden vererbt.
In unserer schnelllebigen Zeit lassen die meisten jedoch den Bäcker die Arbeit machen und vertrauen auf die Erfahrungen des alten Handwerks. Traditionell ist der Rosinenstollen, doch auch die leckere Mohnfüllung erfreut sich großer Beliebtheit. Über 600 Jahre kennt man dieses Gebildbrot. Es ist religiösen Ursprungs und soll das Christkind darstellen, in weiße Windeln gewickelt. Daher die große Menge Puderzucker. Angeschnitten wurde der Stollen früher zumeist erst nach der Christmetten am Heiligen Abend. Doch wer möchte heute noch so lange warten? Deshalb gehen bei der Bäckerei Bräunig die Köstlichkeiten mindestens schon im Advent über den Ladentisch. Vor dem Rathaus wird der Weihnachtsmarkt eröffnet. Da ist die halbe Stadt auf den Beinen und selbstverständlich auch die Berggrabe-Brüderschaft. Sie ist die älteste Deutschlands und besteht ohne Unterbrechungen seit 1338. Und nun kommt der große Moment des Stollenanschnitts. Es ist eine neue Tradition geworden, ein Riesenstollen aus der Bäckerei Nönnig. Und es gibt ihn kostenlos. Ein kleiner Obolus ist allerdings dabei sehr erwünscht. Das Geld kommt in jedem Jahr Vereinen zugute. Im Rathaus wirken derweil die Schnitzer und die Klöppelmagd. Sie treffen sich hier regelmäßig und pflegen die alte Kunst. Ihre Arbeiten sind auch sehr begehrt bei den Touristen, wenn die ein Stück Erzgebirge mit nach Hause nehmen möchten. Was heute eine Freizeitbeschäftigung ist, war harter Broterwerb, als der Erzreichtum des Gebirges versiegte. Ein besonders feierliches und sehr emotionales, unvergessliches Ereignis sind die Mettenschichten, die für Touristen unter Tage gefeiert werden. Die Berggrabe-Brüderschaft selbst hält ihre traditionelle Mettenschicht jedes Jahr direkt am Heiligabend auf dem Sauberg ab. Der Ursprung ist ein sehr trauriges Ereignis. Unweit von Ehrenfriedersdorf liegt der tiefe reiche Silbertroststollen. Hier verunglückten an Christi Geburt anno 1769 sechs Bergleute. Seitdem fuhr kein Bergmann mehr ein am Heiligen Abend. Und im Gedenken daran wurden später die Mettenschichten im Erzgebirge abgehalten. Und nun hinein ins winterliche Vergnügen im schneesicheren Erzgebirge. Das hier ist Skijöring. Da braucht es allerdings schon erfahrene Läufer, denn diese Sportart wird wettkampfmäßig betrieben. Etwas sanfter geht es zu, wenn Pferde oder Schlittenhunde die Läufer ziehen. Immer aber ist Action dabei, sodass selbst die Zuschauer auf ihre Kosten kommen. Doch auch der weniger trainierte Skitourist findet in dieser Landschaft seine Pisten und Loipen. Der Ehrenfriedersdorfer Skiverein unterhält einen Skihang ganz in der Nähe des großen Neubauwohngebietes. Der Hang verfügt über einen Schlepplift und hat eine Flutlichtanlage. Die 300 Meter Piste ist selbst für Anfänger geeignet.
Hier kann man zünftige Skifahren unter Anleitung auch erlernen. Rund um das Greifensteingebiet gibt es 120 Kilometer präparierte Skiwanderwege. Wir aber halten noch einmal musikalische Einkehr in das nun weihnachtlich geschmückte Berghotel. Bezauberndes Erzgebirge. Es ist ein schönes Fleckchen Hamid. Und das zu jeder Zeit des Jahres. Unerwartet abwechslungsreich, spannend und oftmals einzigartig. Sie werden es gewiss in bester Erinnerung behalten.